Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Ich denke, ihr seht schon, hier liegt wieder einiges an Zeug rum. Das heißt, ich habe ein bisschen was vorbereitet, was wir denn heute so machen können. Aber als erstes möchte ich euch jetzt mal kurz das Seifenblasen-Set zeigen. Denn das habe ich gestern vergessen. Aber man kann damit halt einfach ein paar schöne Seifenblasen machen. Das hält einmal! Okay, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte schon so zwei, dreimal. Also nicht zwei, dreimal, drei, viermal eigentlich. Aber einmal. So, ich habe jetzt hier einen Haufen Anleitungen. Ich weiß nicht, woher ich manche habe, aber ich habe sie auf einmal gehabt. Den Bretterzaun müssen wir auch noch erlernen, stimmt. Der wird heute wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen. Genauso wie diverse andere Sachen. Die Orangewanduhr und das Fossilientürschild müssten wir haben. Richtig? Falsch. Okay, dann haben wir es jetzt. Auch gut. Okay. Und das ist immer noch das gleiche wie immer. Wir bekommen auch neue Meilen für neue Bastelanleitungen, wo wir schon scheinbar über 100 haben. Das ist krass. Hätte ich gar nicht gedacht. Dann noch schnell unser Nook Shopping Trauerlied. Wie ihr seht, da liegen auch noch ganz viele Musikstücke. Was mache ich denn? Ne. Weil ich manchmal viel zu schnell alles machen möchte. Das sind halt die Musikstücke, die ich tatsächlich mal doppelt aus Versehen gekauft habe. Wo ich teilweise meinen Briefkasten nur einmal im Monat entleert habe, weil ich keinen Bock drauf hatte. Und dadurch hab ich die halt leider oftmals doppelt gekauft, weil sie mir eben Ding jetzt nicht angezeigt worden. Ach man, wie heißt es denn? Ist auch egal, wie es heißt. Was ist das? Eine Kiefer. Okay. Ja, ich habe mir viele Items jetzt auch hingelegt. Deko Profi Lizenz. Es ist an der Zeit, dass du etwas über Kontrasttapeten und Zimmerdecken Deko lernst. Kontrasttapeten. Du kannst an einer der Zimmerwände eine Tapete anbringen, die sich von der anderen Tapete unterscheidet. Drücke mit Hilfe Drücke im Einrichtungsmodus nach rechts, wähle die Tapete und drücke dann X, um die Kontrasttapete einzubringen. Zimmerdeckendeko. Du kannst Lampen und andere Objekte an deiner Zimmerdecke anbringen. Drücke im Einrichtungsmodus den Plusknopf, um in den Modus zu wechseln, der dir das Anbringen von Zimmerdeckendeko ermöglicht. Danke, das war jetzt zwar nicht das, was ich alles lesen wollte, aber ja. Wie ihr seht, wir haben auch mittlerweile mehr als genug Geld, um das Haus theoretisch wieder abzubezahlen. 2, 4, 6, 7, genau. Das reicht mit dem Geld, was wir noch haben. Und wir haben immer noch, wir haben schon einige Lieder davon, okay. Ist auch okay. Hauptsache, wir haben das jetzt, den alten Kuchen. Ist immer schön. Und ansonsten misste ich mal kurz aus. So, heute geht im Übrigen auch nichts Besonderes auf der Insel, nur Gulliver scheint irgendwo zu sein. Den werde ich auf Cam helfen, das hat ja keinen Sinn, das euch nochmal zu zeigen. Der Sandkasten ist größer, als ich dachte, um ehrlich zu sein. So soll er auch nicht stehen. Sondern so. Och Mann, jetzt stell das bitte da in die Mitte. Das regt mich immer auf, sowas. So. Und seht ihr, die Büsche sind jetzt auch schon leicht gewachsen. Ist doch schön. Ansonsten habe ich noch eine Parkstanduhr dabei. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo hier anbringen kann. Aber ich glaube, das ist zu eng alles, ne? Ich glaube leider schon. Ansonsten möchte ich mich heute um den ganzen Weg hier kümmern. Das ist einiges an Arbeit. Ich weiß auch nicht, ob ich die Modeschneiderei hier lassen möchte. Oder ob die nicht doch noch, wie ich es eigentlich früher geplant habe, hier rüber verschiebe. Weil ich wollte eigentlich gerne den Laden hier und die Modeschneiderei nebeneinander haben. Aber dadurch, dass die jetzt so weit hinten steht, der Nuke-Laden, ist es halt nicht mehr möglich. Und ich glaube, das werde ich deswegen auch lassen. Weil so haben wir wenigstens noch ein bisschen mehr Verteilung auf der Insel. Das ist nicht alles auf den Haufen, weil das wäre auch Mist. Auch nicht wirklich das Wahre. Ich
hätte mir mal was zu essen mitnehmen sollen, ich weiß. Hole ich aber jetzt gleich noch nach. Was ich nur gerade merke, was ein riesiges Problem sein wird, ist, dass der Weg hier dieser Bogensteinpflasterweg ist, was ja eigentlich ganz cool ist, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, dass man das beides kombinieren kann, oder? Das sieht ja dann total scheiße aus. Weil hier soll ja dann einen kompletten Weg rüberführen. Hier wird dann wahrscheinlich irgendwas mit Rosen entstehen auch, habe ich so das im Kopf. Und dann soll das sich hier eigentlich so kreuzen. Aber wenn ich jetzt hier mit dem Weg gearbeitet habe, ist das ja total dumm. Also entweder ich wechsle den ganzen Weg hier aus oder den da oben. Weil wir können ja mal kurz ausprobieren, das wird nicht funktionieren. Da bin ich mir eigentlich sicher bei dem Spiel. Und es macht auch irgendwo Sinn. Na, zeig mal her. Ja, ich habe immer einen Helm auf beim Bauarbeiten. So, Bogensteinpflasterweg, ich habe mir den ja extra auch gekauft. Ja, guck mal, wie beschissen das dann aussieht. Das geht ja gar nicht. Aber ich will halt eigentlich verschiedene Wege auch benutzen. Wie mache ich das, ist die Frage. Theoretisch ist das ja nur hier unten und hier oben geht der Bogensteinpflasterweg weiter, ne? Das macht halt Sinn, weil ich dafür extra diesen Weg hier gewählt habe. Damit das so ein bisschen zu den Steinen passt. Aber das geht ja jetzt so nicht mehr. Ich glaube, wir machen es jetzt erstmal so, dass ich mit dem Bogensteinpflasterweg weitermache. Und dann wechsle ich wahrscheinlich den Weg zum Spielplatz einfach komplett aus. Bringt ja nichts. Dann ist halt nur die Brücke auch wieder unpassend, weil... Ja, macht ja keinen Sinn dann mehr. I guess. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir machen das jetzt erstmal so. Das ist so die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Um das jetzt hier noch irgendwo okay zu machen. Aber ich werde das jetzt nicht alles on-cam nochmal austauschen, auf gar keinen Fall. Und ich merke schon, die Bäume gehen mir mega auf den Sack. Ist das mal. Die Pilzbratflunder gibt mir auch wieder 5. Und dann müsste ich jetzt eigentlich nur geradeaus alle Bäume entfernen. Insofern das möglich ist. Der muss weg. Und der Stein muss auch weg, oder? Ja. Na gut, dann ciao. Die Steine spawnen im Übrigen neu. Braucht euch keine Sorgen machen. Wenn ihr die einmal entfernt, die spawnen nach einem Tag neu. Aber halt immer nur einer pro Tag. Mehr ist nicht möglich, soweit ich jetzt weiß. Also ihr könnt schon alle am Tag zerstören, ja, aber es spawnt immer nur einer am Tag neu, das würde ich sagen. Und dann könnten wir hier in dem Bereich eventuell auch hinter der Modeschneiderei eine Art, keine Ahnung, Freizeitgestaltung machen. Ich weiß es nicht ganz, was ich dahin machen möchte. Ich habe auf jeden Fall hier mal den, wo ist es? Hier den Tischtennis, das Tischtennis-Set und den Basketballkorb mitgenommen. Eventuell könnte man da auch noch ein Fußballtor dann aufstellen, je nachdem, was der Platz sagt. Ich hätte halt mal viel früher anfangen sollen, ein bisschen die Insel zu planen, aber ja, ist halt ein bisschen an mir vorbeigegangen und deswegen jetzt kaum noch möglich. Aber na schön, wir kriegen das schon irgendwie hin. Weil eigentlich wollte ich auch eine Art Marktplatz noch errichten, so mit diesen Marktständen, die es gibt in dem Spiel. Nein, ich bin falsch, oder? Wartet mal. Wenn ich jetzt hier mache... Muss ich auch hier machen und hier. Das ist halt beschissen jetzt wieder, weil ich will halt nicht 3 breite Wege haben, sondern nur 2. Vor allem ist das dann auch mit dem Teich nicht mehr so schön, wie ich das eigentlich haben wollte. I guess. Ich hasse dieses System. Also, Real Talk, wie oft habe ich schon aus Versehen den Weg weggemacht? Na gut, muss jetzt auch nicht so schlecht sein mit dem 3 breiten Weg. Weil ich kann ja jetzt einfach hier 3 breit machen und dann... ausrasten. Nee, Spaß. Und dann gehe ich hier halt einfach weiter.
Und dann passt das auch irgendwie. Dann ist der Übergang noch okay, finde ich. Sieht zwar immer noch nicht so geil aus, aber ist besser, als wenn ich jetzt bis hier vor 3 breit ziehe. Und dann das hier halt wieder komisch aussieht. Weil hier halt die Kurve dann rumgeht und das will ich dann halt eigentlich auch nicht. Also ich glaube, man versteht, was ich meine, aber... Ja, ich will das einfach nicht haben. Das fände ich dann komisch. Zufällig mal noch einen Ballon mitnehmen. Schauen, was wir kriegen. Noch ein Spaghetti Carbonara, vielen Dank. Habe ich ja nicht schon mit. Und du? Du machst eine chillige Pause? Tja, auch eine Tufe Braut, wie ich, muss ab und an mal ein Päuschen einlegen. Ist keine Schande. Wie sonst, wenn man das harte Blumenbeet Guarela, keine Ahnung, Nachteulenleben überstehen? Weiß nicht, aber mach ruhig deine Pause da, du störst mich nicht. So, dann könnten wir hier den Weg komplett rüberziehen. Wäre auch mal komplett am Fluss, finde ich jetzt an sich auch gar nicht so schlecht. Dann würde ich hier ein Stück schon nach oben gehen und dann hier verbinden, I guess. Wartet mal, kann ich das nicht mit dem Haus verbinden? Hä, aber bei der Modeschneiderei ging es doch gerade, oder? Oder? Ging das bei der Modeschneiderei oder ging das nicht? Doch, schon, so mehr oder weniger zumindest. Na egal, das Spiel ist manchmal ein bisschen komisch und man muss leider hässliche Designentscheidungen treffen. Ja genau, hier oben wird dann eine Art noch Freizeitgestaltung, denke ich mal, entstehen. Weil hier ist ja auch gar nichts, das möchte ich halt gerne mal ändern. Und dann würde ich hier den Weg noch nach oben abkreuzen lassen, nochmal um den Teich drumherum. Das wird hier aber alles ganz schön eng, I guess. Im Notfall müssen wir hier Wand wegnehmen, das ist ja jetzt kein großes Problem in dem Spiel, zum Glück. Auch wenn ich mal kurz sagen kann, das wollte ich eigentlich, als ich das Spiel angefangen habe, tatsächlich nie machen. Ich wollte meine Insel immer im Ursprungszustand lassen. Habe ich aber nicht gemacht, weil mich hat dann doch einiges genervt. Ich möchte es essen. Wie viel gibt mir das? Auch 5. Gibt mir das immer 5? Oder ist das random? Kommt mir nicht random vor. So. Ansonsten müsste der Baum hier noch im Weg stehen. Ich könnte jetzt wieder I guess sagen, aber ich lasse es jetzt mal, sonst trigger ich noch sehr. Und der kommt noch weg. Ich glaube, dann müsste hier erstmal alles passen. Die Inselumgestaltungsfolgen werden bestimmt auch etwas länger, ich weiß, aber haben wir wenigstens was zu tun. Anstatt gar nichts zu machen. Und ich meine, zu Animal Crossing gehört das nun mal dazu, das Insel umgestalten. Das ist ja ein großes Ziel noch des LPs, die 5 Sterne voll zu kriegen. Wenn ich nicht weiß, ob ich das schaffe, aber ich gebe mir große Mühe. Will ich den Teich echt so lassen? Habe auch überlegt, hier kleine Inseln reinzumachen, damit man hier drüber springen kann. So als Abkürzung, aber ich weiß nicht, ob das so cool wäre. So, jetzt muss ich aber gleich richtig aufpassen, weil hier sind halt gekreuzte Blumen und die rosafarbenen müssten richtig gute, die guten rosafarbenen Blumen sein und ich glaube, ich habe hier keine schlechten. Doch hier oben, das müssten falsche rosafarbene sein. Und das hier sind die zum Kreuzen. Das darf ich halt auf gar keinen Fall verwechseln, weil sonst funktionieren die Kreuzungen nicht mehr. Dazu werde ich euch aber bestimmt auch noch mehr erklären. Weil ich möchte halt gerne jede Rosensorte wenigstens haben. Da kann ich eine Art Rosarium bauen. Like Sangerhausen. Lässt grüßen. Wäre nämlich ganz cool. Und hier könnte man dann auch noch entscheiden, was man hinmacht. Ob man das einfach so lässt. Hier wieder Bäume an den Rand setzt. Das wäre noch ganz okay bis hier vorne. Und hier nur Blumen hinmacht. Weil dann hätte man wenigstens noch den Platz zum Angeln. Ich will mir halt nicht jeden Angelplatz nehmen. Das ist halt dann auch scheiße. Klar, hier kann ich auch noch angeln, aber... Ja, ich denke, man sieht schon. Es nervt schon sehr mit den Bäumen. Man kommt nicht mehr überall durch.
Aber naja, Heul halt, ne? Könnte man sich denken. Ob ich hier hinter noch was mache, weiß ich halt auch nicht. Der Leuchtturm, den könnte ich auch mal umgestalten. Aber ich fand den in dem Ziegelmuster auch gar nicht so schlecht. Ja. Vielleicht setze ich da auch noch Blumen drumherum. Müssen wir halt alles mal sehen. So, ich werde jetzt erstmal meine Rosen wegnehmen. Aber nur die pinken Originalrosen. Also die richtigen, guten. Bei den roten, weißen, gelben und schwarzen sollte es keine Unterschiede geben, soweit ich weiß. Aber ich weiß es jetzt halt auch nicht mehr ganz genau. Dann stellen wir die erstmal hier an den Rand. Und ich denke, die schwarzen nehme ich auch einfach erstmal mit dahin. Die, die jetzt hier den Weg blockieren werden, scheinen jetzt nicht so viele. Na komm, dann nehmen wir alle. Der Weg geht ja eh hier lang. Was ich mit den Orange-Anemonen mache, keine Ahnung. Ich denke, die verkaufe ich. Hat ja keinen Zweck. Und ansonsten müssen wir das dann halt auch noch alles schöner machen, klar. Ich denke mal, das ist kein Geheimnis. Wir könnten das jetzt hier schon so ein bisschen mischen. Auch wenn das erstmal auch nur provisorisch ist. Weil es geht halt nicht auf. Und ich komme dadurch halt wieder an meinen Kirschbaum nicht mehr ran. Den könnte ich eigentlich gegen einen normalen Laubbaum schon mal austauschen, weil der braucht ja dann da nicht sein. Ja, ich pflanze den erstmal ein. Dekorativ sind die Laubbäume ja trotzdem ganz okay. Würde ich mal sagen. Heute ist im Übrigen auch Nook Friday Woche, also die fängt heute an. Können wir gleich mal noch in den Laden gucken, was es da so Schönes gibt. Bis, ich glaube, man spart immer auf alles 30%, das ist schon ganz gut. An solchen Tagen hole ich mir im Übrigen auch immer ganz viel Medizin. Weil lohnt sich einfach am meisten. Oder Geschenkpapier oder so ein Scheiß. Für die Geburtstage in Animal Crossing. Möchte ich ja auch gewappnet sein. Ich habe insane viele Laubbäume, fällt mir auf. Wo man mit denen halt nichts machen kann. So, auf jeden Fall könnten wir jetzt hier erstmal den Weg weiter fortsetzen. Nein, nach da oben wollte ich auch noch weitermachen, gell? Ja, wollte ich eigentlich schon. Ja, das ist, glaube ich, alles viel zu viel für den Part, auf jeden Fall. Ziel ist jetzt noch, denke mal, die Schneiderei mit dem Laden zu verbinden. Aber es ist wesentlich angenehmer als in New Leaf. In New Leaf gab es ja gar keine offizielle Wegemach-Dingens, also sowas wie hier. Da konnte man zwar eigene Designs auf den Boden ballern, das habe ich auch gemacht. Aber ja, es war auch trotzdem sehr, sehr nervig teilweise. Weil man musste immer so hier machen. Man stand hier, hat das geöffnet, dann noch irgendein Menü, hat das auf den Boden gesetzt, ist einen Schritt weiter nach vorne gegangen. Ach, das war halt einfach nur nervig. Da ist das hier wirklich ein Segen dagegen. Ich glaube, hier können wir echt was Schönes eigentlich machen. Mit ein paar Zäunen würde ich das aber auch gerne dann abgrenzen. Dieses Rosarium-Gebiet. Beziehungsweise es ist dann eher ein Rosengarten, weil das Rosarium ist anders, aber ja. Spielt auch keine große Rolle. Rosarium in Sangerhausen, im Übrigen Europa-Rosarium und eine der höchst angesehensten Touristendingens. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Das in Sangerhausen. Wollte ich nur kurz erwähnen. Falls wer fragt, was das ist. Da gibt es Rosenarten. Die meisten in Europa auf jeden Fall. Ob es die meisten auf der Welt sind, weiß ich gerade nicht.
kann man sich, denke ich, mal ansehen. War ich selbst persönlich auch nie drinne. Schande, ich weiß. Als Südharzer. Och Mann, mir geht das volle auf den Inventar. Das volle Inventar so auf den Sack. Ich baller jetzt hier erstmal wieder die Orange-Anemonen hin. Mann, dann haben die wenigstens einen Platz. Hier ist nicht der richtige Ort. Das Maul. So. Und dann wollte ich ja hier nach oben, ne? Ja, schon. Ich glaube aber, ich gehe erstmal jetzt hier weiter. Weil ich mich hier mehr durchfressen kann, was die Orange-Anemonen angeht. Dann sollten wir das auch irgendwie hinkriegen. Guck mal, hier sind sogar jetzt diese Aktionsschilder dran. Das ist ja ein nettes Detail. Weil Nook Friday ist. Oh, cool. An sowas haben sie aber dann trotzdem gedacht. Finde ich immer ganz schön. Die sollte eigentlich nicht weg, aber gut. Dann mach sie halt weg. Ich habe das halt wirklich viel zu viel wachsen lassen. Das ist einfach schlimm. Real Talk, ich mag das auch nicht. Soll ich einfach welche verkaufen? Ich meine, ich brauche die nicht. Ich verkaufe jetzt welche. Genauso wie die Bäume. Ah, willkommen. Du hast hervorragendes Timing, ganz hervorragend. Zurzeit findet der Nook Friday statt. Das ist ein Sonderverkauf, bei dem bis zum 30. November alles im Laden um 30% reduziert ist. Falls ihr hier also irgendwas zusagt, wäre das jetzt der ideale Zeitpunkt, um es zu kaufen. Oh ja. Danke für die Erwähnung noch. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so genau zeigen, aber dann nehme ich euch halt auch hier kurz mit. Spielt ja jetzt keine große Rolle. Ich verkaufe auch den Scheiß. Dann kann ich wenigstens die Bäume behalten. Ist nämlich sinnvoller, als den Rest zu behalten. Aber wirklich viel gibt es jetzt auch nicht dafür. Oh, wir nehmen die mal mit. Das ist eine Buntglashängelampe, genau. Ja, nur begrenzte Stückzahlen. Und für 2380 Sternis nehme ich die auch mit. Spielt halt keine große Rolle. Ich gebe euch, denke ich, jetzt mal eine Timelapse, weil... Was wollt ihr hier die ganze Zeit zugucken? Ich habe eh jetzt gerade eigentlich gar nichts mehr zu sagen, deswegen... muss ich mir erstmal eine neue Schaufel machen. Manu! So, damit ist der Weg doch verbunden. Ist doch schön. Jetzt komme ich sogar hier mal an den Kirschbaum wieder ran. Da kann ich jetzt auch überlegen, will ich die hinteren Bäume gleich mal tauschen? Ja, wenigstens den einen, ne? Weil kann hier wieder einen Laubbaum rein, statt einen Kirschbaum, weil es ist ja nervig. Die Kirschbäume bringen mir da ja nichts. Wirklich. Ist genauso wie hier hinten eigentlich, der könnte auch komplett weg. Dafür einen Laubbaum hier rein, wenn ich schon so viele Bäume haben möchte. Allgemein könnte ich hier gegenüber noch einen Baum pflanzen, aber ich weiß nicht. Wir lassen das so erstmal. So, jetzt wäre der Weg wenigstens mal fertig. Ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, jetzt müsste ich hier hoch noch einen Weg machen. Aber habe ich gerade keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Kann ich noch irgendwas anderes machen? Ja, die Zäune. Ich guck mal, was die Zäune so kosten an Material. Könnten wir die mal machen? Ach, dafür muss ich doch nicht mal dahin laufen. Habe ich euch schon die neuen Bastelanleitungen gezeigt? Nö. Habe ich nicht, aber sie werden jetzt auch wieder nicht mehr angezeigt. Ich mag das nicht.
Gibt es hier irgendwie außen oder so? Werkzeuge, Einrichtungen, Kleinkram. Nö, ne? Ach, hier. Bretterzaun kostet 8 Holz. Wie viel bekommt man da immer? 15 oder so, ne? Holz sollte ich haben. Ja, guck mal, 18 Holz. Je nachdem muss ich halt dann nochmal nachcraften. Ich mache jetzt aber erstmal nur eine Ladung. Weil ich nicht genau weiß, wie viel ich dafür kriege. Aber cool, dann haben wir auch heute Zäune platziert. Ist ja auch mal was anderes. Neben Weg, 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 Weg. 10 bekomme ich nur, okay. Okay, ich habe ja nichts gesagt. Ich will ja auch nicht gierig sein oder so. Aber mit 10 werde ich halt nie im Leben hinkommen, ne? Das heißt, ich darf nachher wohl auch mal wieder Holz farmen. Nee, das reicht nicht. Das sehe ich jetzt schon. Auf jeden Fall nehmen wir dann so einen Hammer in der Hand. Und setzen die dann hier hin. Sehr hoch, der Zaun. Fällt mir nur gerade so auf. Das da vorne sieht übel scheiße aus. Was soll denn das jetzt? Mach mal bitte einfach so normal. Och Mann, wie ich Zäune platzieren hasse. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, habe ich nicht. So. Jetzt sieht es besser aus. Mach das dahin. Hallo, warum geht da kein Zaun hin? Willst mich verarschen? So war das aber eigentlich halt nicht gedacht, ne? Ja, aber hinpassen tut er jetzt trotzdem wieder. Ach, was weiß ich, was in dem Spiel manchmal falsch ist, aber es ist komisch. Ich hasse es. Mach den jetzt dahin. Was hält denn dich davon ab? So, und dann so, ne? Ja, so finde ich es okay. Dann hat man hier noch den Weg und den eingezäunten Spielplatz. Ist jetzt vielleicht nicht der schönste Zaun, gebe ich gerne zu, aber Zäune schaffen Räume. Haben wir das auch abgeschlossen. Sehr schön. Auch wenn mir das ein bisschen beengt jetzt mit dem Zaun vorkommt. Aber ich weiß nicht, ich finde, ein Zaun gehört halt dazu irgendwie. Man kann hier halt jetzt trotzdem noch durchlaufen. Ich finde, das passt dann eigentlich. Ja, wir lassen das so. Ist schon okay, denke ich. Ich denke mal, das reicht auch für den Part. Ich will es jetzt nicht zu sehr übertreiben, auch wenn wir noch vieles jetzt machen könnten. Im nächsten Part mal gucken, was wir dann noch so machen. Wir könnten uns dann hier um diese Freizeitanlage mal kümmern. Ich werde dafür auch bestimmt noch das Fußballtor und so eine Scheiße bestellen. Alles, was halt dazugehört. Ich danke euch aber jedenfalls wieder vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Animal Crossing New Horizons. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr wie immer gerne abonnieren. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.